Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir hätten nicht mehr daran geglaubt, aber H&M ist gerade gekommen. Ich habe wieder einen Ehrengast dabei, der jetzt gleich dieses Zimmer hier betreten wird. Oma, sag Hallo zu deiner Community. Einen wunderschönen guten Abend. Alles. Wurtmord Leiblin. Wurtmord Leiblin. Sagen wir, fangen an. Das Hauptthema dieser Bestellung sind Jeans. Und zwar habe ich mir einige High-Waist-Jeans bestellt, weil ich das einfach mal probieren wollte. Ich habe mir Schuhe bestellt, die habe ich schon anprobiert. Und zwar diese hier. Ich finde die Farbe einfach wunderschön. Die sind noch ein bisschen... Na, wartet mal. Ja, doch, das kommt schon der ganzen Sache etwas näher. Das ist halt so eine schöne Cognac-Curry-Farbe. Da freue ich mich schon drauf, die zu tragen. Habe ich schon anprobiert, passen. Die Artikelnummern seht ihr dann wieder zum Schluss. So, also die erste Hose habe ich an. Das ist so ein schönes, dunkles Jeansblau. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon High-Waist? Das ist übrigens ein Basic-Oberteil in Schwarz. Das habe ich mir auch mitbestellt. Das gefällt mir sehr gut. Das behalte ich auf jeden Fall. Die Hose ist jetzt so nicht schlecht. Ist aber jetzt auch nicht, dass ich sage, was ich sagen muss, was ich richtig cool finde, die ist von der Länge her top. Das ist bei mir immer ein bisschen schwierig, weil ich bin relativ klein. Viele denken immer von euch, ich bin riesig. Aber so groß bin ich nicht. Deshalb, ja, also die Länge passt gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie mich vom Hocker haut, muss ich sagen. So, Freunde, die nächste Hose ist eine schwarze, ganz einfach. Ich habe zwar schon so eine von H&M, die ist aber leider zu weit geworden und ziemlich grau. Also das hat sich rausgewaschen. Das sind übrigens die Schuhe, die ich mir übrigens in der gleichen Größe auch in schwarz bestellt habe. Und da sind sie mir zu klein. Ja, also das ist jetzt, glaube ich, schon High-Waist, ne? Wie sieht es hintenrum aus? Ja, was mir hier wieder, aber das ist das, was ich schon meinte. Seht ihr, wie die staucht auf dem Knie? Und das ist halt, weil die zu lang ist. Ich habe nur Angst, dass die zu viel Stretch hat, weil ich das Gefühl habe, dass die jetzt schon weit ist. Wie sieht's aus? Die ist überhaupt nicht weit. Na doch, Oma, ich merke das doch oben. Ja, oben, aber am Hintern sitzen. Ja, aber es ist halt blöd, wenn ich dann dauernd am Rumzerren bin. Ja, sind übrigens, glaube ich, fast alle in 42. Ich meine, ich habe auch eine 40 dabei, aber ansonsten... Ach, und das Oberteil ist übrigens auch BH-Blitzer. Das jetzt, geht jetzt natürlich gar nicht, aber ich habe keine BHs mehr, weil ich gepackt habe. Das Oberteil ist auch das gleiche wie das in Schwarz, nur halt in Weiß. Das behalte ich auch. Ja, die nächste Hose ist dann ein bisschen heller. Die Oma hat auch gesagt, von der Länge ist die super. Na, Mathilda, da komm hoch, wenn du willst. Die ist jetzt tiefer geschnitten. Wie sieht der Po aus, Oma? Ja, knackig. Knackig und jung. Farbe gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Also ich glaube... Bei der hätte ich Angst, mich hinzusetzen. Wieso, die hat Stretchy, Oma. Stretchy! Huh! Stretchy! Huh! Stretchy! Huh! Nur mal kurz anmerken, wer hat hier die coolsten Hausschuhe? Also die sind richtig bequem. Ich glaube, die haben 4,99 € gekostet. Die waren nämlich Reduzi. Die behalte ich auf jeden Fall. Hose. Das ist jetzt wieder eine High Waist. Die ist wesentlich dicker vom Stoff als die davor. Ich muss sagen, dass mir die auch gut gefällt. Aber irgendwie hat die hier vorne eine Waschung. Und das seht ihr das, wie hell die hier vorne wurden. Das ist halt immer so ein bisschen unvorteilhaft. Ja, also ich denke, die geht zurück. Oh. Ja, und die ist jetzt auch wieder übelst leicht und ist von der Länge her perfekt, weil da staucht halt nichts am Knie. So, ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, weil Mathilda hier zu sehen ist. Also das wäre jetzt eine, die sitzt so auch gut, die hat aber wieder diese Waschung am Po. Die ist auch ganz leicht und ich glaube, hier sieht man es auch, dass die auch so leicht ausgewaschen ist. Nee. Mal ein bisschen was anderes. Und zwar ist das eine Hose. Wenn man so da steht, sieht es aus wie ein Rock. Aber das ist halt so eine Dreiviertellänge. Und dazu würde ich halt auch ein schwarzes Basic-Oberteil anziehen und das so reinziehen wahrscheinlich. Oder eben weiß. Oh, Momentchen, mir juckt die Titte. So, aber so vom Prinzip her, die hat hier vorne eine Schleife, die ich jetzt total blöd gedingst habe. Die ist nicht so knittrig und die ist super leicht. Also die ist echt richtig schön. Die kann man auch lange anziehen. Die kannst du jetzt sogar mal mit Stiefeln dann anziehen. Ja. Die ist echt cool. Also die behalte ich auch. Die ist richtig schön. So, Leute, und jetzt kommt ein Insider, den nur die kennen, die mir auf Instagram folgen. Ich glaube, ja, ihr wisst sofort Bescheid, Dirty Dancing.
Ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht. Also eine Zuschauerin von mir hat gesagt, Franzi, bei H&M gibt es jetzt Shirts von, wo Dirty Dancing draufsteht. Und ich habe mir aber gedacht, ich nehme den Hoodie. Und der ist innen mit so einem ganz, ganz weichen Teddy-Stoff, so einem Nicky-Stoff. Und der ist so, so schön. Also den behalte ich auf jeden Fall. Und ich habe jetzt nochmal die Hose an, die mir vorher noch nicht so sicher war. Ich muss aber sagen, ich finde die total schön und die hat halt keine Waschung. Auch hinten am Po nicht, die ist einfach nur schön, jeansblau. Und die werde ich auf jeden Fall auch behalten. So, ich war übrigens duschen, deshalb sehe ich so zerstört aus. Wir haben alle nicht mehr damit gerechnet, dass H&M noch ankommt. Dann habe ich mir noch so Bilderrahmen, solche Hängerrahmen bestellt für meine Mappyful Poster. Die zeige ich euch jetzt nicht. Und ich wollte euch jetzt noch die Artikelnummern zeigen. Nein, und hier seht ihr alle Artikelnummern. Und ich glaube, ihr seht auch, dass hier oft High-Waist steht. Ich hatte jetzt bei keiner so das Gefühl, dass die so wirklich High-Waist ist. Aber okay. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden und bin auch sehr erfolgreich gewesen. Also eine schwarze Jeans, eine helle Jeans behalte ich. Also zwei Jeans, das ist eigentlich das, was ich wollte. Zwei Basic-Oberteile, das Oberteil und zwei Paar Schuhe. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann, Hasileins, macht's gut, Tschüssilein, Knutschilein. Oma sagt Tschüss zu deiner Community. Tschüss.